Meine Damen und Herren, willkommen zurück. Können wir eigentlich von hier was essen? Wie lange haben wir eigentlich noch? Sattheit 72, ja, müssen wir das essen. Aus dem Dorf essen, zack. Reintauchen, blob, blob, blob. Nam, 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 lecker was, oder? Ja, nur 97er Sattheit, super. Ja. Ja, genau, Schlösser knacken wollten wir ausprobieren. Machen wir die Tür auf. Ja, das ist also sein Kommentar, nachdem wir ihn angesprochen haben. So, ich will mal hier Schlösserknacken üben. Genau. Versuche die Truhe zu öffnen. Jetzt mache ich das mal mit der Tastatur, meine Damen und Herren. F oder wie kann man das öffnen hier mit der Tastatur? Also springen, ich müsste mal in die Menü gehen. Einstellungen, Steuerung, Tastatur. E, glaube ich, ist es E, genau. Okay, nach links drehen. K und L. Okay. Schauen wir mal E. Okay. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und der Taste, damit die Zuhaltung. Zeige nach hoch, runter, Schloss, den ist die. Die linke Hand und nutzt sie, um den Mechanismus im richtigen Moment zu drehen. Das ist keine Hexerei. Es braucht bloß. Zeige nach hoch und runter, Maus. Stochere nur mit dem Dietrich im Schloss herum, bis du die Stelle findest, an der sich die Zuhaltung befindet. Okay, das ist cool. Lol, das Ding kann man einfach so hier so. Man kann halt die Maus einfach so lassen. Guckt euch das an. Man muss sie nur mitdrehen dann. Aber Frage ist nur wie. D ist drehen oder wie? Ah. Nee. Nein. Du hast den Dietrich abgebrochen. Da bis nach Kuttenberg zu hören. Muss dich vorsehen. Ein erfahrener. Okay, es ist doch komplizierter, wie ich dachte. Wollt ihr mich verarschen? Oh je, Mini, das kann ich ja nicht. Hier ist genauso beschissen, ich kann das einfach nicht. Warum wollte ich das sagen? Kann ich nochmal probieren? Hast du noch einen Dietrich für mich? Du hast keinen Dietrich mehr. Echt jetzt? Kann ich eigentlich neu laden? Was ist das? Nee. 20 Uhr. Ja, das können wir. Können wir mal ausprobieren, ob das jetzt. Hey, das ist ja genauso beschissen wie ihr Dingsbums. Okay, sagen wir es mal so, das ist. Man muss aber nur ein Gefühl haben. Ich wollte die Leiter gar nicht benutzen. Hihihi. Runter, runter, runter. Ich hab nicht auf die Uhr geschaut, Mann. Ach so, wie die Stelle. So, Essen. Nam, nam, nam. So, wo ist er denn? Unser. Die will ich reden. Schlösser knacken. So. Versuche die Truhe zu öffnen. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und der Taste, damit die Zuhaltung des Schlosses. Gut, das Ding kann ich. Das ist ja kein Problem. Das Ding kann ich ja bewegen. Drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Sonst verkackst du's. Du musst von vorn anfangen. Aus dir wird wohl noch was, Heinrich. Aber merk dir eins. Diese Truhe ist nur zum Üben. Bei richtigen Schlössern musst du auf den Dietrich aufpassen. Versuch's noch ein paar Mal. Und dann viel Glück bei der Feuertaufe. Okay.
Vielen Dank, dann würde ich das mal so machen, ne? Endlich hat es geklappt, meine Freunde. Wobei, das ist ja... Kannst du wieder weiter üben, wie man sieht. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht verarscht. Voilà, falsche Taste. Nee, so einfach geht's doch nicht. So einfach geht's doch nicht. Also bei meinem haben wir es geklappt, ne? Aber ich habe doch die PS4 kein einziges Mal alles geschafft. Es war zu schnell. Man muss langsam bewegen, oder? Ja, okay. Man muss es langsamer bewegen. Aber einmal haben wir es geschafft. Meine Fresse. Das Ding, vor allem wenn man das jetzt noch langsamer drehen könnte, geht das Ding dreht halt automatisch. Das Ding dreht halt automatisch. Und deswegen... Das müssen die echt mal einfacher machen. Das ist echt übel. Ne? So, was wollte ich jetzt machen? Satt bin ich ja. Satt bin ich. Das Problem ist bloß... Wo zum Geier hat er mich hingebracht? Ich finde jetzt wieder nicht... Ich finde... Ach, da geht's vielleicht... Ja, da genau, hier geht's rüber. Super! Wie viel Uhr haben wir denn hier? Okay, achte. Bla bla bla. Wir haben immer noch kein Pferd. Das bedeutet, schauen wir mal kurz nach, was für eine Quest. Melde dich beim Vogt. Genau, wir wollten zum Vogt. Ich habe die FPS-Anzeige immer noch nicht abgeschaltet. Badehaus ist hier rechts. Können wir uns so ein bisschen sauber machen, wenn wir blutig aussehen nach dem Kampf. Ja, wir müssen jetzt mal auch unsere Rüstung reparieren, aber das lassen wir erstmal. Wir müssen eigentlich zunächst was ganz anderes machen. Bis wir unser erstes Pferd haben, dann hätte ich da eine geile Idee. Da reitet einer, da reitet der Hans davon, hallo. Ich glaube, der geht jetzt jagen. Oder so. Hallo, da bin ich wieder. Was ist mit dir los? Wieso stehst du da? Guck ich das an? Die Textur hat noch nicht geladen. Ja, auf dem PC ist halt so. Da gibt es halt mal hier mal einen Kopflosen, der dann anfängt zu betteln. Vogt, ja genau. Vogt, wo bist du? Du bist doch wieder irgendwo hier, oder? Das kann man. Aber ich schwöre euch, der müsste... Hier irgendwo, da ist wieder so ein kopfloses Monster. Der müsste hier sein. Oder? Was ist eigentlich, wenn man hier hochgeht? Müsste das... Das kann doch nicht wahr sein. So, bist du der Vogt? Oder bist du der Schreiber? Du bist der Vogt, hallo. Endlich mal habe ich dich gefunden. Meine Güte. Gott sei mit dir. Was so? Wie kann mir das Lesen beibringen oder was? Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. So. Okay. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen.
Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Dann kümmere mich besser um uns. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? So. Ja. Nachdem er mich unterwiesen hatte, forderte mich Herr Hans zum Duell heraus. Ich verstehe. Herr Hans liebt es, seine Kräfte zu messen. Herr Hans, aha. Aber sieh dich vor. Der Zorn kann das Herz eines Adligen rasch erobern. Und diese Art von Ärger willst du nicht haben. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Gut, ein bisschen Groschen. Das Spiel ist gespeichert. Dafür hat man diese tolle Lichteffekte ein bisschen. Super. Die hat man auf der PS4 nicht. Okay. Hol dir deine Rüstung in der Rüstkammer ab. Das machen wir gleich. Ich muss mal gucken. Wo? Da ist zum Beispiel eines die Nachtigall, genau. Ich muss zu A erstmal meine Rüstung abholen. Das wäre auch sehr von Vorteil. So. Gehen wir mal unsere Rüstung abholen. Hallöchen hier und da. So, da vorne müsste es sein irgendwo. Gut, wir sind dem sehr nahe. Es müsste eigentlich hier irgendwo. Was zum Teufel? Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Name? Heinrich. Und? In Lanes Treue zu? Herrn Ratzig Kobiller. Hm. Ja, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Ja, immerhin, aber das Nette dabei ist. Nette Geschichte auf der PS4. Ich hatte ja mit ein paar Banditen zu tun. Und habe bei denen die Rüstung geklaut natürlich. Bei denen genommen natürlich. Nicht geklaut. Und dann bin ich ja hierher, habe eine beste Rüstung gehabt. Dann hat er gesagt, oh, du hast ja schon eine tolle Rüstung. Das heißt, du brauchst es, ja. Brauchst nichts mehr quasi. Auch nicht schlecht. Das ist besser als das. Das ist besser als das. Das ist besser als das. Ja, auf jeden Fall eine bessere Rüstung hat er mir gegeben jetzt gerade. Aber wir haben ja keine Banditen getroffen. Schön. Knüppel hat er mir auch gegeben. Ich habe zwar auch ein Schwert, aber es ist egal. Okay. Diese Geschichte ist abgeschlossen. Komm, lass mich raus hier. Soll ich rausspringen? Geht gar nicht. Ist das dein Ernst? Oder nächste. Was soll das? Zack. Ja, mach mir halt Platz, jo, Leute, ey. Das kann ja auch nicht wahr sein. So, dann gehen wir mal hier weiter. Man sieht unseren Schatten hier.
Nicht schlecht. So, gehen wir mal weiter. So. Nachtigall müsste hier sein. Nachtigall, ja doch, der Nachtigall, genau, der Wachmann, mit dem wir hier rumlatschen sollten und auch gleich mal einen Cut machen. Also, meine Damen und Herren, bis gleich. Hier ist er nämlich gleich, der Typ, mit dem wir Wache schieben sollen. Bis dann. Ich glaube, Shadowplay hat hier nicht akzeptiert, dass ich hier Pause gemacht habe. Deswegen muss ich ein bisschen weiter.